Es ist soweit. Die ersten Räder mit dem neuen Pinion-Getriebe werden im neuen Jahr schon ausgeliefert. Und wir haben jetzt auch ein Leckerbissen für euch aus dem österreichischen Hause von Simplon. Da gibt es nämlich das neue Simplon Repcon in der Pinion-Version und das schauen wir uns heute mal an. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wenn euch unser Content gefällt, dann lasst ihr immer gerne ein Like und ein Abo da, das wird uns erfreuen. Und heute schauen wir uns mal das neue Simplon Repcon an. In der Vergangenheit immer mit Bosch-Systemen gekommen, beziehungsweise gibt es auch noch mit Bosch-Systemen, aber Simplon hat sich jetzt Pinion auch mit ins Boot geholt. Und ja, das ist eine ganz neue Getriebeeinheit, die schauen wir uns in Verbindung mit dem neuen Repcon jetzt mal genauer an. Herzstück des Ganzen ist natürlich der neue Antrieb, der jetzt Motor und Getriebe miteinander vereint. Von Gewicht her sind wir da auch relativ human unterwegs, denn wir sind hier bei knapp 4,1 Kilogramm. Wenn man jetzt das mal gegenrechnen würde zu einem normalen oder durchschnittlichen E-Bike-Motor, sind wir ungefähr bei 3 Kilo. Dann müssen wir fairerweise noch Schaltwerk und Kassette dazu rechnen. Dann wären wir wahrscheinlich auch irgendwo bei 3,5 bis 4 Kilo. Also vom Gewichtstechnischen her macht da Pinion einen ganz guten Schnitt. Ja, und der Motor ist ausgeschrieben mit 85 Newtonmetern und bringt uns eine Maximalleistung von 600 Watt hier auf den Riemen. Hier haben wir jetzt die Riemenvariante. Es gibt aber auch Varianten, die ganz einfach mit einer Kette ausgestattet sind. Bei der Kettenvariante würde dann hinten natürlich noch ein Kettenspanner dazukommen, der dann hier hinten sitzt. Jetzt beim Riemen hier ist es sehr, sehr elegant gelöst. Da sehen wir auch schon nur ein Ritzel mit einer kleinen Führung. Dafür haben wir etwas klobigen Riemenspanner, aber ich denke, das sieht schon sehr, sehr clean und aufgeräumt aus. Also der Pinion-Motor kann schon ganz gut was leisten und es gibt das ganze System in zwei Varianten. Das ist einmal wie hier die 12-Gang-Variante und noch einmal die 9-Gang-Variante. Und es wird in Zukunft auch so sein, dass es beide Varianten in einer S-Pedelec-Version auch gibt. Dann kommen wir mal zu einem weiteren Pluspunkt oder auch einen Pluspunkt, der mit am größten ist. Und zwar ist das die Pflege und die Wartung. Und du hast beim Pinion-Getriebe wirklich die Möglichkeit, 10.000 Kilometer zu fahren, ohne dass du dich um irgendetwas kümmern musst. Dafür wirbt auch Pinion auf ihrer Webseite. Und wenn du dann zum Service musst, dann ist es nicht mehr als ein kleiner Ölwechsel. Der soll laut Angaben von Pinion gerade mal 10 Minuten dauern. Und dann ist das Ganze schon getan und man kann dann wieder die nächsten 10.000 Kilometer fahren, ohne sich hier um irgendwas kümmern zu müssen. Wenn das zutrifft, auch in der Praxis, das werden wir jetzt das nächste Jahr natürlich dann sehen, dann ist das natürlich schon echt eine Hausnummer. Ist natürlich für dich als Nutzer ganz cool auf der einen Seite und natürlich auch für den Fachhändler selber, weil er dann natürlich auch mehr Kapazitäten wieder frei hat für andere Sachen. Und wenn es dann so läuft, dass das mit dem Pinion-Getriebe wirklich eine 10-minütige Arbeit nur ist, dann ist das eine ganz schöne Sache für beide Seiten. Wenn wir über das Fahrverhalten sprechen vom Motor, dann stellen wir schnell fest, dass der Motor sehr, sehr bissig ist. Gerade in den höheren Unterstützungsmodi ist das Ding schon eine echte Maschine. Auch gerade wenn du Anfänger bist, solltest du dich da so ein bisschen rantasten erst, weil das Pinion-System verzeiht keine Fehler. Wenn du damit aber erst einmal richtig warm geworden bist, dann kannst du auch jeden steilsten Anstieg erklimmen, auch unter, und das ist das Schöne beim Pinion-Getriebe, unter Volllast schalten. Geht jetzt sehr, sehr smooth. Ja, also da hast du auch die Möglichkeit, unter Volllast wirklich ordentlich zu schalten. Und was natürlich auch sehr clever ist, Pinion hat ein Smart-Shift-System eingebaut. Das heißt nichts anderes, wenn du zum Stehen kommen solltest, zum Beispiel auch an der Ampel oder so, dann schaltet das System in den Gang zurück, den du zum Beispiel vorher in der App festgelegt hast und kannst dann ganz entspannt wieder losfahren. Thema Lautstärke, ja, den Motor hört man. Gerade auch am Anfang, Pinion sagt doch selber, die ersten 1000 Kilometer ist der Motor ein bisschen hellhöriger, das ganze Getriebe muss sich ein bisschen einspielen, danach wird es im Allgemeinen von der Geräuschkulisse ein wenig besser. Aber was du merkst, in den ersten 4 Gängen gerade, da wo die Drehzahl ein bisschen höher ist, hast du doch schon wirklich ein ordentliches, eine ordentliche Geräuschkulisse, ein etwas mahlendes Geräusch, ein bisschen Summen vom Motor selber. Wenn du dann ein bisschen höher schaltest, dann gibt sich das, legt sich das auch wieder,
aber das muss jeder für sich selber überlegen. Das ist, denke ich, immer Empfindungssache, ob das für einen selber ein Kriterium ist oder nicht. Dann kommen wir mal zu den Akkuvarianten. Da gibt es nämlich auch im Allgemeinen 4 verschiedene Möglichkeiten. Wir haben bei dem neuen Pinion-System einmal die Möglichkeit eines 480 Wattstunden Akkus, eines 720 Wattstunden Akkus, eines 960 Wattstunden Akkus oder auch einen 700 Wattstunden Akku, der voll integriert, nicht rausnehmbar ist. Die anderen 3 sind rausnehmbar. Bei dem Simplon Rapcon jetzt hier haben wir nur die Möglichkeit, und das ist auch bei den meisten Herstellern so, zu wählen, entweder Option 720 Wattstunden Akku oder 960 Wattstunden Akku. Adaptiv dazu können wir noch, wenn wir möchten, einen Range Extender mit dazu nehmen. Der hat dann eine Größe von 470 Wattstunden, genau genommen 468 Wattstunden. Und so könnten wir tatsächlich dieses System auf über 1400 Wattstunden hochpushen. Das ist auf jeden Fall auch eine Option für unsere Reichweitenfreunde. Die Akkus sind natürlich nicht gerade leicht, beziehungsweise auch gerade wenn du jetzt den ganz großen Akku verbaut hast, vielleicht sogar noch einen Range Extender mit dazu, dann ist das Ganze nicht leicht. Und deshalb baut Simplon zum Beispiel ihre Pinion-Räder auch nur aus Carbon. Also das Rapcon hier ist aus Carbon und auch das Simplon Cargo kennen vielleicht auch einige noch. Das kriegt auch ein Upgrade auf das Pinion-System, werde ich euch noch in einem anderen Video vorstellen. Auch das wird jetzt aus Carbon gefertigt. Schneiden wir noch mal ganz kurz die Display-Varianten an, die Remote und die Schalthebel. Und beim Display ist es so, das werden wahrscheinlich schon einige von euch aus der Vergangenheit kennen. Es ist das FIT-System. Das FIT-System ist eigentlich schon bekannt, hat sich Pinion jetzt mit ins Boot geholt, auch für das neue Getriebe. Und es gibt 2 Varianten vom Display selber. Einmal das kleinere Kompaktdisplay und dann noch das etwas größere Komfortdisplay. Zudem hat man dann hier auf der linken Seite die FIT Basic Remote sitzen, so nennt sie sich. Und hier mit dem kleinen Joystick. Und was ganz schön gemacht ist, wenn man möchte, hat das ganze Teil nämlich ein Vibrationsfeedback. Das finde ich auch ganz cool gemacht, wenn man gerade mal unterwegs ist oder in Action ist und auch mal nicht auf das Display gucken möchte. Dann bekommt man immer so ein kleines Vibrationsfeedback und weiß, was man gerade verstellt hat. Funktionstechnisch sind die Displays auch schon ganz gut ausgestattet. Wir haben viele Möglichkeiten, was die Einstellungen betrifft. Wir haben Navigation, auch Anbindung an Komoot. Wir können auch zum Beispiel das Rad tracken. Wir können auch einen Bewegungsalarm nachrüsten, wenn wir möchten. Oder wir können auch uns zum Beispiel eingehende Anrufe anzeigen lassen. Also es gibt schon viele, ja, Spielereien, aber auch Funktionen, die Sinn machen, die dieses System schon mit sich bringt. Ja, zum Schalthebel. Ist halt ein Schalthebel, aber was ganz schön ist, der ist ergonomisch schon wirklich schön gemacht und hat ein sehr gutes haptisches Feedback. Dadurch, dass wir auch keine Schaltzüge haben, sondern das Ganze hier über ein elektronisches Kabel geleitet wird, ist die Schaltung oder beziehungsweise die Schalthebel schon sehr knackig und es macht einfach Spaß, damit auch schnell hoch und runter zu schalten. Ja, zum Simplon Rapcon selber nochmal. Die Leute von euch, die Simplon schon etwas länger kennen, die wissen, dass man sich jedes Simplon-Rad auch immer bis zu einer bestimmten Weise konfigurieren kann. Das ist bei diesem Rad auch so. Und wenn wir jetzt über den Preis reden, dann ist das Ganze natürlich nicht ganz günstig. Startet bei 9.999 Euro. Und ich habe das Ganze auch mal durchgespielt. Wenn wir es wirklich mal, ja, fast High-End hochkonfigurieren würden, dann landest du dann schon mal irgendwo so Richtung 13.000 Euro. Also das ist dann wirklich auch ein Rad, das möchte ausgefahren werden, das möchte genutzt werden. Wenn ihr Interesse an dem Rad habt, dann schaut auch gerne mal auf der Simplon Homepage vorbei. Das Rad gibt es in 2 Farbvarianten. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr aus der Nähe kommt, mal bei uns vorbeischauen. Wir haben das Rad und auch das Cargo-Modell zum Beispiel mit dem Pinion-System vor Ort. Und ihr könnt das Ganze einfach mal anschauen, testen, Probe von euch beraten lassen. Und wenn ihr euch vielleicht schon ein Rad mit Pinion bestellt habt oder schon mal gefahren seid, dann schreibt mal gerne eure Erfahrung in die Kommentare. Das würde uns sehr interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.